Vielleicht verbrennen wir das hier bald in ehemaligen Kohlekraftwerken, um Strom zu erzeugen, ohne CO2 zu produzieren. Aber wie soll man eigentlich Eisen anzünden können? Eigentlich ziemlich einfach. Du musst es nur so machen, wie du Holz oder Kohle anzünden willst. Probier's doch einfach mal selbst und es beginnt. Du kannst auch weggehen, es brennt von alleine. Das Eisen ist ja hier eine besondere Form vorhanden, also das ist ja Eisenwolle. Das heißt, irgendwie muss es schon präpariert werden, um dann verbrannt zu werden. Und was das Interessante ist an dem, Vergleich jetzt zu Kohle oder zu Holz, die verbraucht sich nicht. Und tatsächlich gewinnt jetzt hier dieses Eisen an Gewicht. Wie kann das denn sein? Das Eisen nimmt den Sauerstoff aus der Luft auf und formt damit ein Eisenoxid. Und dieses Eisenoxid ist schwerer als das initiale Produkt. Okay, also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir über Eisen als Energieträger reden, dann reden wir jetzt nicht über, ich sag mal, riesige Brocken Eisenerz, die aus dem Berg rausgekloppt worden sind. Idealerweise ist es tatsächlich Pulver. Pulver hat eine sehr hohe Oberfläche zum Volumenratio und dadurch können wir sehr effizient das Ganze oxidieren.